Liebe Genossen und Genossen, ich möchte mich beim Ralf bedanken, dass er vorhin in seinem Beitrag auf die nationale Ebene eingegangen ist, oder die Nationenebene. Und deshalb gestattet mir, meinen Beitrag mit einem Zitat zu beginnen. Als absurd hat sich das Nicht-Einmischungsprinzip erwiesen, wonach es jedem Volk freigestellt sein soll, sich nach Belieben eine despotische Regierung zu geben. Als ob die innere Verfassung eines Staates nicht von lebenswichtiger Bedeutung für alle anderen europäischen Länder wäre. Unlösbar sind die zahlreichen Probleme geworden, die das internationale Leben unseres Kontinents erschweren. Das Abstecken von Grenzen in Gebieten mit gemischter Bevölkerung, die Verteidigung sprachlicher Minderheiten, der Zugang zum Meer für die Binnenländer, der Balkan, die irländische Frage und so weiter. Und weiter, eine kleine Unterbrechung. Heute vollzieht sich der Bruch zwischen denen, die immer noch das alte Endziel der Eroberung der nationalen politischen Macht im Auge haben und dadurch, sei es auch unfreiwillig, den reaktionären Kräften Vorschub leisten, indem sie die glühende Lava der Volksbegeisterung in den alten Formen erstarren lassen. Und den anderen, denen die Schaffung eines stabilen internationalen Staates am Herzen liegt und die die Kräfte des Volkes in diese Richtung lenken. Die ferner sollten sie die nationale Macht erobern, diese in allererster Linie als Mittel zur Verwirklichung der internationalen Einheit handhaben würden. Ich mache jetzt kein Quiz auf und frage, aus welchem Dokument dieses Zitat stammt. Aber wir sollten uns am 25. und 26. März dieses Jahres, wo sich also der 60. Jahrestag der römischen Verträge jährt, noch ein bisschen zurückschauen. Und zwar in die Zeit, wo der Kommunist Spinelli auf der Insel von Ventotene dieses Manifest mit anderen Eingekerkerten verfasst hat. Und wo er in einer tiefen Analyse der Situation, in der sich damals die Staatenwelt befand, zum Ausgangspunkt nahm, um über Alternativen, über Visionen, über Träume des friedlichen, sozialen, solidarischen Zusammenlebens von Menschen nachdachte. Noch während des Zweiten Weltkrieges, noch zu Zeiten des Hitlerfaschismus und des Mussolini-Faschismus. Und ich glaube, dieses Ventotene findet sich heute an vielen Orten in Europa wieder. Lampedusa und Idomeni, danke an den griechischen Genossen. Ich würde gerne mit ihm in der Pause über einige Aspekte, die er angesprochen hat, ins Gespräch kommen. Und die haben Symbolkraft erreicht. Und ich meine, am Umgang mit Flüchtlingen, mit Migrantinnen und Migranten, auch Roma, entscheidet sich ebenso die Zukunft der Europäischen Union wie am Umgang mit der Schuldenkrise. Und deshalb glaube ich, dass dort, wir müssen auch hier in Brandenburg deutlicher und genauer darüber nachdenken, wo sind unsere Antworten. Und wo sich linke Politik in Europa auf Abwehrkämpfe beschränkt, verstaubt der Vorrat an Utopien. Und die Fokussierung auf den Euro oder gar auf die nationale Souveränität ist kein Ausweg aus der selbstverschuldeten Marginalisierung. Und ich glaube, darüber muss die Europäische Linke in ihrem Zusammenwirken, wir in der Fraktion, aber auch die Partei der Europäischen Linken, wir in Brandenburg, wir in Mecklenburg-Vorpommern, also um mal über meinen Wahlkreis zu sprechen, tief nachdenken und mit uns in die Diskussion über die Zukunft der Europäischen Union einbringen. Und diese Zukunft der Europäischen Union ist mit dem Vorschlag des Kommissionspräsidenten Juncker und seinen 5 Szenarien ja sozusagen in die Bevölkerung der Mitgliedstaaten gegeben. Okay. Aus machtpolitischer Perspektive neoliberaler Kräfte von Regierung und Wirtschaft. Aber das müssen wir ja nicht akzeptieren. Wir müssen diese Diskussion auch führen. Auch wir müssen konkrete Antworten aufzeigen, wie soll ein demokratisches und soziales Zusammenleben auf unserem Kontinent aussehen. In den Strukturen der Europäischen Union, und da glaube ich, können wir uns an Erfahrungen des sozialökologischen Umbaus, ich erinnere nur an den Plan B der Bundestagsfraktion über den sozialökologischen Umbau der Gesellschaft orientieren, von der solidarischen Ökonomie bis zum interkulturellen Dialog, an Veränderungen in der Arbeitswelt, Mitbestimmung, Zeitsouveränität, Industrie 4.0 und Datensicherheit, Datenschutz etc., gute Entlohnung, an Geschlechterdemokratie, der Garantie von Grund- und Freiheitsrechten aller in einer befriedeten Welt orientieren. Und das müssen wir einbringen in diese Diskussion. Deshalb glaube ich,
können fünf Szenarien ein Diskussionsraum sein, aber wir sollten ein sechstes Szenario eigentlich auf den Tag und in die auch programmatische Debatte des Wahlprogramms im Bundestagswahlprogramm, für das Bundestagswahlprogramm einbringen. Und zwar die soziale Säule. Das ist sozusagen die Klammer, die die Linke einbringen muss, denn ohne die soziale und die demokratische Dimension wird die Europäische Union auch nach 60 Jahren nicht wirklich einen dauerhaften Bestand haben. Und wie die Risse im Fundament der Europäischen Union aussehen, erleben wir täglich. Und wir werden auch in der GUE-NGL-Fraktion mit den Brexit-Verhandlungen jetzt in eine neue, ganz intensive Arbeitsphase kommen, wo wir darüber nachdenken. Bleibt die Freizügigkeit von Menschen sozusagen auf der Tagesordnung, auch für Rolls-Royce in Dahlewitz? Oder was hat das für Folgen für die konkrete wirtschaftliche und soziale Perspektive in den nächsten Jahren? Also machen wir uns auf. Ich freue mich auf den intensiven Dialog, die intensive Debatte über diese Zukunft der Europäischen Union. Und das sollten wir ganz intensiv und ganz aktiv auch im Bundestagswahlkampf 2017 machen. Unbeschadet von Wahlkämpfen, aber mit konkreten Vorschlägen. Danke.